Grüß Gott. Hallo. Willkommen in meinem... Das muss der Emitter sein. Ja. Wenn hier der Emitter ist, dann wird das auf jeden Fall auch ein Bosskampf werden. Unter Garantie, vor allem wenn hier Gesundheit rumliegt. Ja, das wird auf jeden Fall ein Bosskampf. Munition überall. Tja, dann machen wir mal, sind wir mal ganz blauäugig. Ach, guck mal, der Emitter ist hier. Machen wir den doch mal einfach an. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Terminal? Das muss dieser Kommunikator sein. Neustartsequenz eingeleitet. Jo. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der ihre Macht will. Es gibt noch jemanden, wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber Sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano, und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Oh, verdammter Wichser! Jo, alles klar. Aktivierung des Emitters. Ach, was muss ich denn tun? Warum haben die, machen die alle so komische Frauengeräusche? So, ah, ah, ah. Oh oh. Was tut es? Ey, es macht nur böse Aua. Das hat funktioniert. Oh. Ich muss nur durchhalten, bis der Emitter startet. Sequenz in 80 Sekunden abgeschlossen. Oh oh. Warte, ich brauche kurz. Was brauche ich denn? Schockbolzen? Oh, das wollte ich nicht.
60 Sekunden abgeschlossen. Oh. Aua. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Oh. Das Gute ist, das sieht nur widerlich aus. Sequenz in 40 Sekunden abgeschlossen. Warte. Boah, Stress. Schockbolzen. Boah, dieses Geräusch, was, dieses, ich glaube, das hat gerade mehrere Orgasmen. Oh. Hey, aua. Wenigstens kann ich die Munition dieses Mal mitnehmen. So. Sequenz in 10 Sekunden abgeschlossen. Das soll nur kommen. 5 Sekunden noch. Komm. Ja. Okay. Tolle Effekte, muss ich sagen. Stabilisierung abgeschlossen. Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lily nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Bruder, du solltest erstmal speichern und neue Sachen herstellen. Mist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Jo, immer erstmal woanders hingehen. Aber egal, wir müssen erstmal ganz dringend gucken, ob wir irgendwas herstellen können gerade. Nein, können wir nicht. Perfekt, das ist doch schön. Können wir wenigstens noch. Wie viel haben wir denn noch? 2 Schuss Rot, das ist nicht so viel. 12 Schuss Pistole ist auch nicht so viel. 13. Kein Schockbolzen mehr. Die Schockbolzen sind die besten bisher. Am zweitbesten finde ich. Eigentlich explosiv. Explosiv, weil wenn der trifft, dann macht der schon Schaden. Harpune ist eigentlich so. Ja, das, was man erwarten würde, was nicht Schock und nicht explosiv ist, universell einsetzbar. Okay. Da können wir lang gehen. Ich dachte, in dem Raum könnte noch was sein, aber nein. Ich frage mich jetzt, was mit dem Kameramonster passiert ist, weil so richtig besiegt haben wir es jetzt nicht. Ne? Wir haben es nicht getötet, es ist einfach nur verschwunden. Das stört mich jetzt nicht so krass, aber es wird ja wohl bedeuten, dass es später wieder auftauchen wird. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Das war jetzt zum Glück, also zum Glück hat es bei, wenn es einen angegriffen hat, nur so mit seinen Tentakeln so dich quasi wie mit so einem Messer verletzt. Also es war jetzt nicht super widerlich, das sah nur ein bisschen eklig aus. Andere Monster haben ja auch widerliche Todesanimationen und so. Ich erinnere mich noch an ein paar Dead Space Monster, die so richtig krass getötet haben, wo das richtig widerlich war. Das war jetzt hier bei dem nicht so der Fall, deswegen ist das eigentlich ein ganz gutes Monster gewesen. Vor allem, weil da auch stand, wie lange es noch dauert, dass wir aushalten müssen, wisst ihr? Das mit den 85 Sekunden am Anfang. Da weißt du ganz genau, was du tun musst und dass es bald vorbei ist. Bisschen Blümchen noch mitnehmen. Hier kommen wir nicht durch. Ich habe gelernt, wenn da kein X steht an der Tür, dann kann man da auch nicht durchgehen. Muss man auch jede Tür ausprobieren.
Okay. Kann man da durch? Nee, kann man nicht. Ja. Spritze. Gut, dass ich keine hergestellt habe. Informationen. Bericht Nummer 213. Ach, guck mal, jetzt füllen wir wenigstens die Lücken zwischen denen, die wir schon gefunden haben. Sehr langsam, aber beständig. Unions Gesellschaft. Betreff. Erhalt der gesellschaftlichen Fassade. Um eine zufriedene und fügsame Bevölkerung zu gewährleisten, müssen wir bürokratische Systeme einführen und die Illusion von Produktivität verstärken. Zu diesem Zweck werden folgende Maßnahmen ergriffen. Ein Rathaus wird eingefügt, um einen Regierungssitz darzustellen. Jeder Einwohner muss eine Reihe von Lizenzen beantragen, die mehrere Formulare und entsprechende Gebühren erfordern. Inhalt noch in Arbeit. Fabrikationsteam entwickelt. Wieso kopiert ihr nicht einfach das, was ihr in der echten Welt habt? Na egal. Es findet eine Bürgermeisterwahl statt, bei der die Einwohner zwischen zwei Operatives unserer Wahl entscheiden können. Auf Grundlage bestehender, standardisierter Wahlvorgänge aus der Realität. Na, hier nehmt ihr also aus der Realität was? Okay, gut. Neue Union-Erweiterung behält bei den Gebäuden den Americana-Stil bei, jedoch um 30% retrogradiert, damit die Einwohner ihr Zuhause optimieren und individuell gestalten können. Was heißt kurz einmal googeln, Augenblick, ich muss einmal kurz gucken. Was heißt das? Retrogradiert. Ich muss das erstmal richtig eingeben. Retrogradation ist die Rückbildung zuvor verkleisterter Stärke. Gut, okay. Da geht es scheinbar um Stärke in der Chemie. Aber ich schätze mal, das hat hier wohl auch was mit Rückbildung zu tun. Ich wollte jetzt nicht mehr als das erste Google-Ergebnis öffnen. Ich dachte, das steht da direkt. Vielleicht ist das einfach, weiß ich nicht, Rückbildung auf eine Bauart und eine Gestaltungsart der jüngsten Vergangenheit der Menschheit, in der noch nicht so viel, weiß ich nicht, in der man noch mit handwerklichem Können mehr am Haus optimieren konnte als vielleicht heute. Ich habe keine Ahnung. Ich labere auch nur Scheiß gerade. Irgendwie sowas in die entfernte Richtung etwa. Diese neuen Maßnahmen auf jeden Fall sollten dazu beitragen, dass die Bevölkerung ruhig und angepasst bleibt. Eine gefügige Bevölkerung wird bei der Erweiterung von Union helfen, die letztlich genug Einwohner-Gedächtniseinheiten erzeugen wird, um Phase 2 zu erreichen. Und Phase 2, meine ich, war ja das, wo die einfach die gesamte Menschheit irgendwie quasi hier reinholen wollen, was sehr freundlich ist. Sie werden aber wenigstens hoffentlich vorher fragen, ob die Leute das wollen. In irgendeiner App oder so Nutzungsbedingungen akzeptieren. Da kann man da nichts mehr gegen machen. Das ist zu. Ah, guck mal, das ist das Treppenhaus wieder. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Jo. Aber auch ein sehr lustiger Scherz, muss man sagen. Okay. Ich bin froh, dass das hier gerade so ruhig ist. Ach, hier ist die Haupthalle. Okay. Ist hier noch unser Speicherpunkt? Ah ja, ist er. Wobei gespeichert das Spiel von selbst wahrscheinlich sowieso schon. Ich wollte nur mal gerade gucken, ob ich irgendwas... Schrotmuni kann ich machen wieder. Ja. Sorry, musste sein. Sorry. Waffenteile haben wir nicht so viele. Gut, okay. Ich wollte noch gucken. Nee, speichern, komm. Nochmal später. Wir sind dann richtig Rowdy. Und wie gesagt, das Spiel speichert ja schon ständig. Mhm. Geile Kunst. Stelle ich mir demnächst auch auf meinen Bürotisch, neben nichts anderem. Ach so, stimmt, ja. Gut, das ist natürlich derselbe Raum wie vorher auch. Ich glaube, es lohnt sich nicht, hier alles nochmal separat durchzusuchen, weil auch hier im ersten Raum
ist ja nichts Neues mehr vorhanden. Schauen wir mal, wie die stabilisierte Welt aussieht. Das muss sich jetzt hier in ein Paradies verwandelt haben. Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schau mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und... Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. Jo, kämpf mal gegen das riesige Auge im Himmel. Gar kein Problem. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Okay, D5. Wenigstens können wir mit O'Neill reden, das ist die einzige Konstante neben Kidman, aber ihm vertraue ich irgendwie mittlerweile mehr. Ach scheiße, stimmt. Ich habe vergessen, die ganzen Müllbeutel zu durchsuchen. Ach, eine Axt, okay, ja, hat sich gelohnt. Gut, dann die anderen da gab, war bestimmt da nichts drin, wenn hier sowas Tolles war. Na, da brauchen wir nicht mehr schauen, das ist schon okay. Hauptsache D5, das müssen wir uns merken. Und wir müssen auf jeden Fall irgendwann lernen, Leitern runter zu rutschen. Das ist bestimmt ein Feature bei irgendwie Ausdauer oder so. Oder keine Ahnung. Oder irgendwelchen Fertigkeiten auf jeden Fall.
gab schon andere Spiele, wo man das lernen konnte durch Upgrades. Glaube ich? Doch, ich habe schon mal irgendwo, ich kann mich irgendwie schwach erinnern, dass ich das schon mal irgendein Spiel auch nicht konnte, also schnell runterrutschen und irgendwann konnte man das dann. Naja. War vielleicht auch nur ein Tutorial und da konnte man das dann aus einem gewissen Grund nicht, aber ist auch egal. Speichern. Ja, nee, komm. Am nächsten Ort kann man bestimmt eh speichern. Da. Ja. Hier laufe ich jetzt nicht lang. Oder beziehungsweise doch, komm. Da kann ich mit einem Daumen halten, während ich mit dem anderen Daumen das Getränk halte. Kennt ihr das, wenn Koffein nicht wirkt? Wenn man das erst anfängt aufzunehmen im Körper, wenn man schon ein bisschen müde war, dann wirkt es nicht mehr so gut. Ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach nicht mehr an diese Rezeptoren andocken kann, an denen schon das Melatonin wahrscheinlich ist. Ich hoffe, ich habe hier nichts verwechselt, aber ja, gut, was soll's, ne? Also, sage ich ja gerade einfach nur so, das ist natürlich überhaupt nicht basierend auf irgendwelchen persönlichen Erfahrungen. Ich wollte einfach ein nettes Gespräch führen. D5. So. Dann schauen wir mal nach D5. Ach, guck mal. Tasche für Pistolenmunition, okay. Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Wir sind hier. Hä, warte mal. Das geht doch gar nicht. Wir können gar nicht da sein, wo der Stern ist. Egal, D5 ist ganz hinten links. Also wir müssen einfach nur geradeaus im Grunde und dann links. Lily? Ich werde hier noch verrückt. Ja, keine Sorge, wir machen erstmal hier die Tür auf. Weil ich brauche Tasche für Pistolenmunition. Das ist alles, was ich gerade will. Elf Meter? Okay, das ist der nächste Raum. Ist auch okay. Ist auch scheinbar der einzige Raum, wo wir noch rein können. Finde ich gut, dass man den eigentlich hätte ich das auch zufällig gefunden, ohne das Funkgerät zu benutzen, um alles abzuscannen. Diese Nylon-Tasche wird verwendet, um zusätzliche Pistolenmunition mitzuführen. Ich will damit sagen, es ist nichts, was, also diese Zusatzerweiterungen so sind nichts, was man nur durch intensives Suchen findet, sondern die kriegt man mehr oder weniger einfach so, wenn man halbwegs aufmerksam ist. Och, fuck you. Boah. Da habe ich mich kurz erschreckt. Muss ich zugeben. Okay, da habe ich mich kurz erschreckt, ja. Aber gut, wenigstens mal wieder. Ist jetzt, glaube ich, 3-4 Folgen nicht vorgekommen, dass ich mich wirklich erschrocken habe. Erschreckt? Dass ich habe mich erschrocken? Ich habe mich erschreckt. Keine Ahnung. So gut ist mein Deutsch dann nicht. Und ich bin Deutscher, also ich müsste es eigentlich wissen. Ja.
500. Gut, das ist ein Zehntel von der Trennschleiferfrau. Das ist noch fair. So. Mhm. Das sollte wohl jemand zumachen, bevor der mal einen Schlag bekommt. Mir gefallen auch übrigens diese Hauptstromhebel hier, die man auch aus Filmen kennt, vor allem aus amerikanischen Filmen, wo du den Strom trennen kannst, wenn du den Hebel umlegst und im Grunde alles, was du anfasst, außer dem roten Griff, kann dich umbringen. Das ist also sehr gut gesichert und also, ja, also kann ich jedem empfehlen, das anzufassen. Zumindest wenn man unbeliebt ist, dann sollte man das anfassen. Dann macht man seinen Mitmenschen nämlich einen Wunsch wahr. Wobei, wenn es so einen Wunsch gibt, dann sollte man sich von selbst diesen Mitmenschen deutlich fernhalten, egal ob sie einen mögen oder nicht. Bah, was ist das? Wow. Was zum Teufel ist das? Danke, dass du mir die Frage beantwortet hast. Ich will eigentlich keinen... Ich versuche jetzt einmal auf so ein größeres Ding zu schießen. Okay, natürlich hat das überhaupt nichts gebracht. Tut es mir weh? Okay, es macht mich nur langsam. Okay. Ja. Geheimorganisation hat Lily entführt und ihren Tod inszeniert. Merkst du nicht, wie verrückt sich das anhört? Aber es stimmt. Warum kannst du das nicht verstehen? Ich weiß, es ist schwer, Myra, aber sie ist fort. Unser kleines Mädchen ist fort. Ich habe einen Beweis. Myra, du bist besessen. Ruh dich aus. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du akzeptieren? Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Myra. Du hast... Was? Ich wollte nur kurz diese emotionale Szene beenden. Hat geklappt. Ja. Ich schätze mal, was da hinten hinter dieser Tür ist. Das finden wir in der nächsten Folge heraus, weil das ist jetzt hier schon... ich muss gerade erstmal verarbeiten, das, was mir gerade beigebracht wurde, dass die Frau von Sebastian einfach davon ausgegangen ist, dass irgendetwas vertuscht wurde und Geheimpläne hinter dem Verschwinden der Tochter stecken. Also da, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen, eine virtuelle. Das heißt, ihr habt genug Zeit für eure Bewertungen und wenn wir dann gut ausgeruht sind, dann finden wir morgen raus, warum sich da vorne diese Tür mit einem lauten Kreischen selbst geschlossen hat. Es war schon zu sehen, dass da was ist, aber egal. Wir tun jetzt mal so, als ob sie sich von selbst geschlossen hat. Bis morgen. Tschüss.